Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode von Xeras Rückkehr. Wir haben alle Fokussteine. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Okay, nimm's mit Humor. Entschuldigung. Ja, wir haben alle Fokussteine jetzt zusammen. Und sind dementsprechend bereit für eine Abgabe bei den Water Mages. Dafür müssen wir uns aber zu den Wassermagiern erstmal hinbegeben. Und ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Was liegt denn hier? Ich entdecke gerade spannende neue Dinge auf meinem Schreibtisch. Eine kleine Schraube, ach, wahrscheinlich von meiner Kette. Brauche ich erstmal nicht. Komm weg. So. So, meine Damen und Herren. Wollen wir mal gucken, wie wir uns hier jetzt machen. Ich trinke meine O-Saft, ich hoffe euer Wohl und so. So, irgendwann dieses Bordell nehme ich doch auch nochmal auseinander. Ich werde alle töten. Ich bin nicht verrückt. Menschen, die sagen, sie seien nicht verrückt, sind verrückt. Merkt euch, das ist die heutige Lebensweisheit, die ich euch heute mit auf den Weg gebe. Menschen, die sagen, sie seien nicht verrückt, sind verrückt. Ich habe jetzt übrigens nochmal das Spiel gestartet. Ich hoffe, die Wasserwände sind jetzt weg. Wenn nicht, dann tut mir das leid. Dann muss ich irgendwie eine andere Lösung finden dafür. Für dieses Problemo. In extremo Problemo. So. Ich fände es ja noch cool, wenn es vielleicht irgendwann so eine Quest gäbe, irgendwie wie, ja, entweihe die Innos-Schreine oder sowas. Das wäre ziemlich geil. Ja, nimmt's mir nicht übel, wenn ich die Hasen überall töte jetzt, weil ich muss sie töten, ich bin ja der Anti-Held. Ich muss so viel wie möglich Chaos, Verachtung, Hass und Tod verbreiten. Und dementsprechend, ja, muss auch mal der eine oder andere Hase daran leiden, dementsprechend. Ne? Aber ihr seht das bestimmt ein. Ihr seid ja schlaue Buben da draußen und merkt es. Und dementsprechend, boah, ein notwendiges Übel, wie ich es mal benennen würde. Das notwendiges Übel. Hätte ich dir vorher sagen können. Und wenn wir jetzt hier einmal auch in Jakenda wieder sind, werden wir auch definitiv die Quests für Greg erledigen, denn wir haben noch 3 Schätze hier in der unmittelbaren Umgebung für Greg zu heben und das werden wir natürlich tun. Dementsprechend, wenn wir jetzt einmal hier bei den Wassermagiern sind, sind die Schätze ja hier relativ in der Nähe. Einer ist beim Eremiten, einer soll direkt hier bei den Wassermagiern eigentlich sein, da muss ich jetzt nochmal kurz auf die Karte gucken. Und einer noch ein Stück im Osten, aber werde ich gleich nochmal sehen. Da hätte ich mich gleich selber nochmal überraschen lassen, ja? Liebe Leute. Ja, direkt im Tempel soll einer sein. Ach nee, der ist oben drauf. Der ist oben drauf, der Schatz. Okay. Kann sogar sein, dass ich den sogar schon mal gefunden habe. Aber da werde ich mich gleich selber überraschen lassen. Und ich glaube, die Wasserwände sind jetzt doch weg. Sehr schön. Hatte nämlich schon die Befürchtung, dass sie nicht weg wären. Aber scheinbar, ach, es regnet schon wieder hier in Jakenda. Das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so dolle. So, wir haben jetzt wirklich alle Foki zusammen. Jetzt können wir wirklich bei Satoras mal abgeben. Hast du alle Foki geholt? Ja, ich habe alle gefunden. Neuer toller Plan, die Fokussteine an ihre ursprünglichen Plätze zurückzubringen, wäre aber fast nach hinten losgegangen. Fast. Was meinst du damit? Die Orks sind auf den Trichter gekommen, mit den Foki den Schläfer wieder zu beleben und hatten schon 2 gesammelt. Außerdem hatte ich noch einen zweiten Gegenspieler, der von den Standorten der Foki wusste. Nur mit Glück konnte ich sie alle vor ihm erwischen.
Was soll das für ein Gegenspieler sein? Das frage ich mich jetzt auch. Ich vermute stark, dass es sich um den handelt, der auch versucht hat, mich zu fangen. Und mich was sollte der mit den Fokussteinen anfangen können? Keine Ahnung. Dann bringt uns das auch nicht weiter. Wir gehen also unseren Ursprung. Du musst jetzt also die Sockel für die Fokussteine finden und sie einsetzen. Protestieren hilft wahrscheinlich nicht, oder? Spaß dir. Du Arsch, ey. Weißt du, ich mache hier die übelste Arbeit für den. Spaß dir, du wirst das jetzt schon machen. Alter. Wieso sollten die Foki aus dem Minental auch hier wirken? Dass die beiden Teleportationssysteme so ähnlich sind, kann kein Zufall sein. Ich vermute, dass die Technik von hier aus nach Korinnes gelangt ist und von dort ins Minental. Vielleicht haben die Flüchtlinge von hier sogar die Foki mitgenommen. Deshalb spricht nichts dagegen, sie auch hier einsetzen zu können. Wofür soll das nochmal gut sein? Sobald die Teleporter funktionieren, ist ein gefahrloses Reisen durch diese unbekannte Welt möglich. Wir können nicht wie bisher immer ein oder zwei Mann ausenden, wir brauchen das Wissen und die Erfahrung der ganzen Gruppe. Und die alten Gnaden kann ich nicht zu tagelangen beschwerlichen Fußmärschen zwingen. Aber mich oder was? Du asozialer Alter. Wo finde ich die Sockel? Wir können darüber nur Vermutungen anstellen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Sockel wie im Minental als Pentagramm angeordnet sind. Wenn du erstmal zwei von ihnen lokalisiert hast, solltest du dir den Rest halbwegs erschließen können. In den Sumpf im Osten haben wir schon Neko geschickt, der sich dort umschauen sollte. Er hat sicher schon Informationen für dich. Du solltest dringend bei ihm vorbeischauen. Wer zur Hölle ist Neku, Alter? Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber Fakt ist, dass ich erstmal hier in der Ruine das eine Kreuz finden muss. Ja moin! Irgendwo hier muss dieses Kreuz sein, was Greg auf seiner Karte markiert hat. Es ist in der Nähe. Irgendwo. Ja, okay. Ich glaube, die Wasserwände sind doch nicht weg. Ich sehe da nämlich welche. Oben in dem Tempel da. Direkt über mir. Also offensichtlich reicht es auch nicht aus, das Spiel neu zu starten, um diese Wände wegzumachen. Schade. Ach, guck mal, hier ist noch Loot, den ich ganz übersehen habe. Jetzt verstehe ich nicht so ganz. Das muss doch hier irgendwo sein. Ach komm schon, da hättest du dich ruhig festhalten können. Wo könnte das sein? Hier haben wir noch ein paar Bären, die nehme ich jetzt mal alle mit. Wo ist dieses Kreuz? Wow, okay. So möchte ich auch gerne mal irgendwie einen Vorsprung oder so hochklettern. Einfach eine Rolle drauf machen. Easy game. Aber irgendwie finde ich hier gerade nichts. Kein Kreuz. Das ist sehr gut versteckt. Das ist wirklich sehr gut versteckt hier. Irgendwie erinnert mich das ja alles auch gerade an Machu Picchu. Weiß nicht wieso. Ey, hier ist einfach kein Kreuz.
Oder ich bin wirklich gerade einfach zu dämlich, das zu sehen. Ist hier nicht. Also ich habe wirklich meine Glubscher weit aufgesperrt. Vielleicht ist es auch hier oben drauf irgendwie. Von hier oben habe ich vielleicht einen besseren Blick. Ja, hier sehen wir es, die Wände sind hier immer noch verbuggt mit dieser Wassertextur. Ich hoffe, das ist kein Relikt des 4GB Patches, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, bei Legend of Azum verwende ich den ja auch. Baumaterial und Schutt. Halt mal die Kamera wirklich hoch. Aber ich sehe hier wirklich einfach nichts. Hier ist kein Kreuz. Aber ich muss mich hier genauer umschauen. Das muss hier aber irgendwo sein. Hier sind noch einige Säulen des Tempels. Tja. Da liegt eine Steintafel. Die habe ich übersehen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Steintafeln sind enorm wichtig. Lebensenergie, sehr gut. Das kann ich wirklich immer gebrauchen. Aber hier ist auf Biegen und Brechen wirklich kein Kreuz. Hier ist ein Kreuz. Ah, na Gott sei Dank. Oh, gut versteckt. Das war gut versteckt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber ich hab's gefunden. Schwarze Perle. Cool. So, wir gehen jetzt nochmal hoch über den Tempel da oben. Aber ich bilde mir... Boah. Aber ich bilde mir ein, ich habe bereits... dort oben, etwas gefunden. Und ich bilde mir ein, ich habe das auch schon gelootet. Echt jetzt? Sowas passiert irgendwie nur mir, habe ich das Gefühl. Hab noch nie in anderen Gothic Let's Plays gesehen, dass das jemandem ähnlich passiert ist. So. Hier war doch auch ein Runentisch, bilde ich mir gerade ein, oder? Da können wir doch mal die eine Rune, die Porter-Rune zu Xardas altem Dämonenturm gleich mal integrieren. Okay, hier nicht, dann war es hier oben in der Hütte. Könnte der Fall sein. Digga, wie das Licht hier am Eskaladen ist. Well, well, well. What have we here? Brave new visitors. So. Sehr geil. Da haben wir jetzt schon ziemlich viele Runen integriert in den Obelisken. Das freut mich sehr. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Wie gesagt, ich bilde mir ein, ich war hier oben schon, aber trotzdem, sicher ist sicher. Und dementsprechend werde ich das nochmal nachprüfen. Ich kann mich jetzt halt auch... Ach, siehst du, guck mal, da ist das Kreuz. Ich bilde mir ein, ich habe das schon gemacht, aber wir gucken trotzdem nochmal. Wie gesagt, wir gehen einfach auf Nummer sicher, aber... Ja, ich war schon. Aber ist nicht schlimm. Jetzt gehen wir nochmal zum Eremiten. Oh. Habe ich hier einen Belias-Schrein in der Nähe? Nee, habe ich natürlich nicht. Dementsprechend muss ich hinlaufen, weil... Hier ist kein Belias-Schrein, den ich mal schnell eben nutzen könnte. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich kann mir wirklich Schlimmeres vorstellen. Bei der Gelegenheit können wir gleich mal gucken, ob wir neue Viecher haben. Irgendwas nachgespawnt ist, aber das ist nicht der Fall. Ne, hier ist gar nicht der Weg. Hier hinten ist die Hütte des Eremiten, aber hier ging gar kein Weg lang, hier war nur eine Klippe. Machen wir es über einen klassischen Weg. Liebe das hier. So. Da wären wir auch schon. Hier irgendwo. Bei seinem Haus.
Muss irgendwie was vergraben sein. Also das Kreuz. Links unten, ihr seht den roten Punkt. Dort, direkt dort muss irgendwie, hier muss irgendwie direkt das Kreuz irgendwie sein. Ach, hier ist es. Mensch, Wahnsinn. Ich glaube, das habe ich auch schon gelootet. Ja, habe ich schon. Okay. Damit haben wir alle Schätze von Greg gehoben. Schon vorher. Hast du eigentlich irgendwas zu sagen? Irgendwas Neues? Nee. Okay. Aber wenn ich einmal hier bin, hau ich mich gleich mal aufs Ohr. Ich meine, immerhin können wir das Leben gebrauchen und das Mana auch. So. Speichern auch direkt nochmal. Das hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Schande auf mein Haupt. Nee, Asche. Schande, ich weiß gar nicht. Wie Schande? Wie würde Schande aussehen? Wenn es materiell wäre. Wie würde Schande eurer Meinung nach in materieller Form aussehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So. Freudenspender gesucht. Wie gesagt, dieser Kikon, der ist jetzt noch nicht da gewesen. Eigentlich haben wir doch jetzt hier soweit alle Quests erledigt, oder? Wir könnten doch jetzt eigentlich uns, bis auf hier die Sache mit dem Fleischersatz, aber... Da habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, durchs Orkgebiet zu streifen. Naja, wobei doch. Habe ich schon. Geh bloß weg mit deiner Magie. Weg mit der Magie. Hörst du schlecht? Ja, schnell weg hier. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt, wo wir beim alten Dämonenturm landen. Das ist die Rune, die ich eben gerade integriert habe. Ja gut, da können wir jetzt doch nochmal fix durchs Ohrgebiet eigentlich hasten und die Sojabohnen einsammeln. Das ist ja eine kleine Nebenquest, das können wir jetzt eigentlich schon nochmal machen. Bevor wir nach Gelato gehen, in die unbekannte Region. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns dort alles noch erwarten wird. Ach, hier sind wir jetzt rausgekommen. Also das ist nicht der versunkene Turm, sondern wirklich der alte Dämonenturm. Den Jump könnte ich überleben, oder? Mit ein bisschen Glück. Für Beliar! Oh, das wird knapp. Oh, das wird ganz knapp. Scheiße. Ah, ich hab's nicht überlebt, Mama. Na gut. Die nächste so. Bevor wir die Quests bei Greg annehmen oder eine weitere Quest. Was soll? Okay. Ist das ein magisches Portal? In diesem Fenster? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade eine andere Idee. Wir machen doch nicht. Wir gehen doch nicht jetzt die Sojabohnen sammeln. Sondern ich habe hier noch. Hier eine Höhle. Das fällt mir gerade ein. Mit dem Troll. Und ich bin ganz ehrlich. Den würde ich schon ganz gerne erstmal aus dem Weg räumen. Ich meine, wir haben es ja gesehen in Korata, dass wir einen Troll im Nahkampf besiegen können, ohne Magie. Da oben haben wir auch noch Harpien, die würde ich auch noch gerne töten. Die Erfahrungspunkte, die kann ich hier nicht einfach liegen lassen, Leute, ihr wisst das. Das wäre nicht gut. Och nö. Jetzt ist der Bug hier wieder am Start, dass ich nicht... Lass schnell. Ich rette mich erstmal hier rein, ihr könnt mir Träume nicht folgen. Hier haben wir Quahodrons magische Armbrust. Die hole ich mir erstmal schnell, bevor ich hier mich gegen den Troll nochmal aufmache. Butlerfleisch. Oh, das ist so eine beklemmende Atmosphäre, die gerade vorherrscht. Opferaltar. Okay.
Ich darf hier offensichtlich nicht opfern. Steht aber auch nichts an diesem Pult oder an diesen Pulten irgendwas Interessantes. Ja, hier. Die Menschen griffen zu Schwert und Magie, um den blasphemischen Xeres zu stellen und zu richten. Doch vermochte niemand ihm und seinen Getreuen etwas entgegenzusetzen. Zu groß war ihre Macht, unüberwindbar die magischen Schutzmechanismen. Die Menschen mussten allmählich erkennen, dass ihr Aufbegehren vergebens war. Und nachdem der flammende Zorn über den Verlust ihres Gottes der Verzweiflung vollends gewichen war, erlosch augenblicklich jeder Kampfeswillen und Xeres verheerte das Land mit Tyrannei und ein schreckliches Morden begann. Ist das hier ein Altar zugunsten von Xeres oder? Also doch hier nichts mit Quahodrons Grab? Alter Schwede, ey. Ich bin kurz erschrocken hier. Diese Armbrust, die können wir höchstwahrscheinlich schon tragen. Aber der magische Bogen sieht halt auch fett aus. Oh, wie deine Mutter. Ja, wo ist sie denn jetzt? Die Armbrust, die magische. Hey, die ist nicht im... What? Das ist ja mal wieder perfekt hier. Wo ist denn die Armbrust? Bin ich doof? Ja, bist du. Bolzen. Ich habe auch hier die magischen Bolzen. Die Armbrust ist hier nicht. Hier gehen doch die Fernkampfwaffen los. Magischer Bogen, Langbogen, Kurzbogen, Weidenbogen. Und hier oben sind doch nur die Nahkampfgeschichten. Warte mal. Die kann ja nicht einfach verschwinden, oder? Nee, warte mal, hier gab es gar keine magische Armbrust. Das waren alles nur Bolzen, ich Trottel. Hier ist keine Armbrust. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Und ich bin davon... Oh Gott. Nicht nochmal an den Opferaltar rantreten. Das kriege ich wieder aufs Maul. Der Troll versucht jetzt da natürlich reinzukommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Außer mit Teleportation, aber... Ich wollte ja hier an dem Troll zu töten. Jetzt ist natürlich das Problem, dass der Nahkampf hier ein bisschen verbuggt ist. Aber ist nicht schlimm. So, Pult. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein paar Dunkelpilze. Und eine Truhe. Geil, Steintafel des Geschicks. Dann gucke ich da mal kurz nach und lese das natürlich direkt. Der tötet nicht. Ich schieße ihn in den Fokus. Au. Alter! Wie smart war das denn jetzt bitte? Diese geschmeidige Animation! Hört! Oder schaut. Oh, das ist jetzt doof. Ramon hatte mir mal vor Ewigkeiten, vor ganz vielen Folgen mal ein Video verlinkt, wie man am besten gegen Trolle kämpft, aber ich weiß das schon nicht mehr. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Alter, wie die Erde bebt, ey. Ja. Ich hab doch Fernkampfwaffen hier. Können wir mal versuchen, einen magischen Pfeil zu verschießen. Das macht auch Versenkungsschaden, interessant. Ich glaube, das bringt nichts. Ah ja, egal.
Oh nein. Oh, ich bin so dumm. Egal. Ich spiele das nochmal neu nach. Ich bedanke mich erstmal bis hierhin fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir den Troll dann stellen. Ich muss das Spiel aber mal neu starten. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.